Ein interessantes Phänomen, auf das ich heute auch noch gestoßen bin, nachdem ich heute über den Newman-Motor gestolpert bin, da wäre ein ganz schön interessantes Teil. Ja, sind mir meine Transistoren aufgefallen, die ich bestellte bei Polin. Danke übrigens nochmal an den edlen Spender. Andere Transistoren als der 2N3055, andere NPN-Transistoren, weil ich mal schauen wollte, ob der nur der 30N55 dafür geht. Und siehe da, alle NPN-Transistoren, die ich testete, haben funktioniert. Dabei ist mir aber noch ein anderes interessantes Phänomen aufgefallen. Und zwar das, was vielen anderen auch schon aufgefallen ist. Und zwar das, wie will man es ausdrücken? Das selbstständige Zulegen an Drehzahl, ohne dass man am Putty dran rumregelt. Andere Bedini-Buster machen das mit Hilfe vom Kurzschließen einer Spule. Ja, bei mir geht's auch, indem man zwei verschiedene Transistoren anschließt und die zwei Bedini-Systeme am Eingang parallel laufen lässt. Tja, für den Grund dafür seid ihr gefragt. Helft mir. Bis später. So, hat mir viel verändert. Der hier hat jetzt keinen 2N3055 mehr, sondern einen BU208D. So, schauen wir mal, was er tut. E und J, ne? Nichts Großartiges. Gut, den dazu. Wow! So eine Sache. Was geht denn hier? Geht ab. Okay, weiter im Text. Gucken, was das ist. Okay, machen wir kurz. Das haben wir. Das zieht er. Da leuchtet, da leuchtet. Die explodieren gleich hier. Der dreht natürlich ohne Ende. Dann geht er ohne Ende ab und hier den kann ich randrehen, wie ich will. Ja, es geht ein bisschen mit Knie. Hier wird noch ein bisschen heller. Ja, Mist, den muss ich mal wieder anleimen. Yeah! Gut. Gefällt dir das schon? Knapp so anlegen? Nein, 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 da kommt doch an die Knie. Zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück, zurück. Fuck. Alter, komm hoch. Komm, 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 komm. Er will nochmal. Ja, er will nochmal. Was haben wir jetzt gemacht? Das ist ja ganz aus. Komm hoch. Zurück, zurück, zurück. Okay. Er geht wieder ab. Naja, wir beobachten. Spaß macht's trotzdem. Gerade so. Und erst ist er hier runtergegangen, jetzt geht er wieder rauf.
Und die Drehzahl hat sich erhöht. Das ist genau nach den Maßen von Graviflight gebaut, die Pyramide. Hier unten ist der Eingang. Da ist das Ostziel. Guck mal, und halt, du hast einen Rhythmus. Das Niveau geht hoch, das Niveau geht wieder runter. Ja. Das Niveau geht wieder hoch. Was ist denn, wenn wir in Berlin hier hochregeln? Bedini geht. Ich bin gerade runtergegangen, die Lampe hat aufgehört zu blinken und ist die Drehzahl plötzlich enorm angestiegen. Obwohl ich dachte, ich wäre schon auf dem Maximum gewesen.